Wo war denn jetzt die Kack-Küchentür? Das ist doch, wenn ich hier rechts gehe, ne? So, das war das erste Bild, was wir gesehen haben. Da war hier an der Küchentür, waren die Schlösser dran. Wo war die andere Tür? Da war auf jeden Fall rechts ein Bild gehangen. Machen wir hier mal Licht an. So. Die war es nicht. Aber was ist das für eine Tür? Okay, die ist auf jeden Fall zu. Waren wir hier schon drinnen im Raum? Da ist das Licht schon an, okay. Kann man hier die Lampe anmachen? Kann man, jawohl. Mach aus die Lampe. Okay, beleuchteter Kleiderschrank, der leuchtet das Licht mal eben so den ganzen Tag. Schrank, kann man auch aufmachen. Oh, ist nur Wäsche drin, okay. Hier kommen wir wieder in das komische Badezimmer, ne? Genau, hier haben wir im ersten Teil ja die Lucy. Jetzt hätte ich einen Jumpscare erwartet, okay. Was liegt da, ein Feuerzeug? Ne, ein paar Pillen, okay. Hier mussten wir uns im ersten Teil ja gegen Ende ertränken. Dann hat die Lucy sich hier den Kiefer rausgerissen. Das ist sie. Ja, da ist sie doch. Okay. Da ist ein Auge. Seht ihr das? Ist das bestimmt auch hell genug? Hallo? Ich drücke meine linke Maustaste. Die Tür ist verschlossen, das Auge ist daran angebracht, scheint dich anzuschauen. Ja. Gut. Ich hab gedacht, hier geht's weiter. Nein, geht's nicht. Okay. Guck mal das Auge. Hier ist ein verfolgt. Interagieren. Okay. Jetzt ist das Auge da auch weg. Hinweis, das Feuerzeug ist fast leer. Das Feuerzeug ist leer. Du brauchst es nicht aufzubewahren. Interagieren. Okay, hier geht's weiter. Es geht weiter. Da steht wieder der Rollstuhl. Muss ich mich da wieder reinsetzen? Ich mach erstmal eine Kerze hier auf. Stell die Kerze doch da ab, bitte. Ach, der Bug wieder. So, muss man wieder einstecken. Dann muss ich da interagieren. Dann muss ich... wie lasse ich denn das Feuerzeug fallen? Wie ging das denn? X? Irgendwie kann ich das Feuerzeug fallen lassen. Das leere hier. Ach, der hat es automatisch weggetan. Nicht die Kerze weg! Jetzt habe ich die Kerze wieder eingesteckt. Mal die Kerze dahin. Oh, ne. Alter. Aha. Ah, super, das ist der Lichtschalter. Wir sparen können mit der Kerze hier. Ich vermute, ich muss mich wieder in den Rollstuhl setzen. Hier ist ein Radio. Da kann ich nichts mitmachen. Hier ist der Safe, den kennen wir schon aus dem ersten Teil. Da war irgendwie ein verstecktes Easter Egg drin, ne? Ja, ich vermute mal, es geht hier weiter. Weißt du noch, der Raum, weißt du noch, der Raum ist? Am besten nicht trinken, falls irgendein Jumpscheiß kommt, ne? Okay. Ich stehe im Licht, ich stehe im Licht. 107? Dr. Smith? Dr. Smith? Yes, sorry, I'm with you. I have the information you requested concerning the patient that came in tonight. He claims that someone broke into his house and tried to strangle him, and that he used his firearm in an attempt to defend himself. What's weird is that there's nothing in the police report that indicates any break-in.
There are some minor bruises on his body, but they all seem self-inflicted. The police also interrogated the neighbor who called the police. She claims to have seen him tossing books from his bookshelves frantically, seemingly searching for something. And what was he searching for? It's hard to tell. He refuses to answer most of our questions, claiming we already know the answers. He believes we're partly responsible for what happened. It's not really surprising. I took a look at his medical background, and he's had really bad cases of... Scopophobia. Exactly. Scopophobia? Was ist das? Thanks, Tim. I'll go and see him right away. Of course. He'll be in the transit wing, room 323 until further notice. He seems agitated. So be careful. Thanks, Tim. Duly noted. Okay. Denke mal, ich bin der Patient und die haben sich gerade darüber unterhalten. Oder der eine hat zum anderen Arzt gesagt, dass sie der Patient, der angeliefert worden ist, wohl sich mit einer Schusswaffe verteidigt hat, aber dass man behauptet hat, es hätte jemand eingebrochen, aber die Polizei hat keine Einbruchsspuren gefunden. Bei der Befragung des Nachbarn kam wohl raus, dass er hier Bücher rumgeschmissen hat auf der Suche nach irgendwas, aber und Scopophobia weiß ich jetzt nicht, was das ist. Was ist die Vorgeschichte des, von mir hier? Ich bin ja jetzt anscheinend irgendein Patient. Scopophobia, was ist das? Ist eine Angststörung. Ja, aber wovor hat man da Angst? Scopophobie. Ich, ja, das tust du. Redeemst aus, genau. Wer hat einen Redeem-Schrei? Nein, Muppert, redeemst aus. Wie Chemie guckt. Wie Chemie guckt. Richtig, Matti. Die Höhe gehen wir von Netty Bella gelöscht. Kiefer im Bart ausgerissen. Ist ja wie im Film Mirror. Ja, ja, da kennst du doch. Hast du nicht damals auch zugeguckt? Die Lucy, das ist doch die erste Trophäe, die man eigentlich in seinem Trophäenständer hat. Angst vor Büchern ist Scopophobia? Nee, soll ich das jetzt erstmal googeln, was Scopophobia ist? Oder Scopophobie? Jetzt starte ich wieder mein Mailprogramm, weil ich wieder vorbeigeklickt habe. Verdammte Axt. Ich muss auf den anderen Bildschirm. Da muss ich leider immer die Windows-Taste drücken. Scopophobie. Angststörung, Gesundheitsblock. Englisch, Deutsch, Medizin, Fachwörterbuch, Skopophobie in Deutsch, Fachwörterbuch, Skopophobie, interessante Fakten, Skopophobie, Wikipedia. Berührungsangst. Skopophobie, okay. Egal, irgendeine Angststörung, Skopophobie, okay. Ja, was muss ich jetzt hier machen? Jetzt muss ich aus dem Krankenhaus entkommen. Wo ist mein Feuerzeug? Mein Feuerzeug ist weg. Ich kann kein Feuerzeug anmachen. Exit. Emergency only. Ja, achso, das ist ein Feuerlöscher. Nee, wie komme ich jetzt aus dem Krankenhaus raus? Da ist wieder der Rollstuhl, okay. Will ich das aufmachen? Ist da jemand hinter? Hallo? Ich kann es nicht aufmachen, okay. Hier weht der Wind. Ich denke mal, ich muss den Raum verlassen. Rennt auf einmal so schnell. Geil. Also hier kann ich mit Shift richtig schnell rennen. Jetzt wieder nicht. Okay. Hier drin war der gerade voll schnell mit Shift. Ich habe mit Shift gedrückt. Guck mal, hier rennt er voll schnell. Sobald ich in den Flur komme, ist er auch noch so schnell. Call to employees. Code white in room 323. Code white in room 323. 323. Jesus Bildchen, okay. Erstmal überall reingehen, wo man reingehen kann. Okay, ist dunkel. Muss meine Taschenlampe, ich hab gar nichts. Emergency only. Hier ist dunkel, hier will ich nicht sein. Hier ist zu. Storage. Alter, muss ich jetzt hier im Krankenhaus machen? Erstmal alles durchsuchen. Alles, was man kann, durchsuchen, ne? Hier ist zu. Hier gibt es keinen Hinweis, welcher Schlüssel passt. Was haben wir hier? Was kann ich denn gerade hier machen? Den Stuhl kann ich, okay? Wird das noch wichtig, dass ich hier einen Stuhl werfen kann? Wie werde ich denn wieder los? Mach mal weg, den Stuhl! Links halten, untersuchen, rechts halten, untersuchen.
Stellen wieder hin. Lauf ich mit dem Stuhl durch die Gegend oder was? Pass ich durch die Tür. Lauf ich mit dem Stuhl durch die Gegend? Ich kann den nicht absetzen. Wieso kann ich den Stuhl nicht absetzen? Alpha Wolf, I always feel like someone's watching me. Ich kann den Stuhl nicht... interagieren. F fallen lassen. Ah, links fallen lassen, rechts fallen lassen. Okay. Warum auch immer ich jetzt hier einen Stuhl dahin gedingst habe. Hier kann man auch nichts untersuchen, ne? Ja, ist jetzt die Frage, wie geht's hier weiter, ne? Jetzt komme ich hier nicht durch, wa? Doch. 310. Ich hatte irgendwas gerade von 323 erzählt, ne? Ach, Klimaanlage. Ich wollte gerade sagen, man macht nicht so einen Krach. Hier sieht's komisch drin aus, oder? Ne, ja, ich kann. Und Emergency only. Ist jetzt die Frage, was gibt's hier? Was muss ich hier machen? Das Blöde ist halt, du kriegst auf nichts Hinweise, ne? Exit. Meeting Room 3F. Klickt hier. Nur eine Cola-Dose oder sowas. Das scheint nicht zu funktionieren. Das ist schon mal gut. Ein Aufzug, der nicht funktioniert. Push. Da kann ich nicht pushen. War da eben auch auf oder habe ich da aufgemacht? Restroom. Können wir da mal reingucken? Das klemmt. Na super. Können wir mal weiter hingucken. Hilf ich mir, kann einen Stuhl nicht mehr hinlegen. Dann klicke dann am Krankenhaus. Ich habe nicht so viel verpasst. Ich hoffe nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, wie viel du verpasst hast. Es gibt keinen Hinweis, wenn der Schlüssel hier passt. Staircases, Psychiatrist Ward. So, warum haben wir denn hier? 301. Push? Oh, nichts pushen. Staircases, Nurse Station. Sollen wir zum Treppenhaus gehen? Ah, das ist wieder der... Verschlossen. Super. Ein Schlüssel. Das ist schon mal nice. 323. Schlüssel gefunden. 323. Sag doch, da war irgendwas mit 323. Da war eben die Durchsage. Call to Security. Code White. Emergency in room 323. Code White. Emergency in room 323. Code White? Also... Weißer Alarm in 323. Wo ist 323? Rooms. Nurses Station Elevator. Rooms 301 bis 308. Wo ist 323? Also Schlüssel für 323 habe ich schon mal. Das klemmt, da kommen wir nicht lang. Insert Coins habe ich keine. Select a Drink. Cola. Geht nicht, okay. Ah, hier. Rooms 309 bis 325. 323. Was womit kann... Ja, geh weg. Plus 323. Okay, der Raum hat keine Nummer. Der auch nicht. Das klemmt. Ja, wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal 323 laufen. Don't super. You dare touch me, you fuck! Sedativ. Get off me! Schnell rein da! Lass mich zugucken! Was geht hier vor sich? Nix. Okay, warum bin ich jetzt hier? Interagieren. Okay. Ah, ein lockerer Ziegelstein in der Wand, okay. Ah, ein bis ein. Wird gespeichert, okay. Vielleicht könntest du mit einem richtigen Werkzeug die Wand einbrechen. Wahrscheinlich mit dem Stuhl, wa?
Mit dem Stuhl auf die Wand eindreschen? Hilft das was? Mal gucken. Weil, warum sollte man sonst den Stuhl benutzen können? Psychiatrist? Psychiatrie? Da gibt's einen Schrein, Gott sei Dank. Deshalb kann man wahrscheinlich auch so schnell laufen, wenn man hier so weite Entfernung zurücklegen muss, wa? Wo hab ich den Stuhl jetzt eben hingestellt? Irgendwo im Flur, ne? War das hier? Nee. Die war eben zu, die Tür. Jetzt geht sie von alleine auf. Jemand weint. Oder lacht. Jemand weint. Will ich da rein? Ich wollte den Stuhl holen, für die Wand einzuschlagen. Dumpti-dum. Oder kann ich den hier auch mitnehmen? Ach, den kann ich auch mitnehmen. Soll ich ins Damenklo gehen? Fuck you. Okay. Hier gibt's Werkzeug. Ah, ne. Let's get ready for jumpscare. Nein. Ist das jetzt Lachen oder Weinen? Ah, Brechstange. Okay, damit solltest du das Loch in Zimmer 323 vergrößern können. Okay. Kann ich damit schlagen? Ich kann nicht schlagen. Nein, okay. Wieder raus, wieder raus, wieder raus. Rückgespeichert, okay. Stuhl, das neue Eilpresswerkzeug. Nein, hier, musst du eine Brechstange finden. Oh, Alter, geh weg! Was sagt der Puls eigentlich? Das ist ganz, ganz cool heute, ne? Wo war jetzt Zimmer 323? Da ist Zimmer 323. Dun, 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 dun. Interagieren. Mach hinne. Komm, ich rauch eine. Die Brechstange. Hab ich gar nicht gesehen, Mutter. Ja, ja. Spielst du es durch? Weiß ich noch nicht. Das Kapitel vielleicht, aber das ganze Spiel wahrscheinlich nicht. Das hätte man mit dem Stuhl aber auch machen können, ne? Du kannst diesen Gegenstand nicht lagern. Ja, ist ja egal. Also im Stuhl hätte man auch die Wand da einschlagen können, oder? Volker Brechstange wie bei LDOE, genau. Und jetzt? Komm ich hier durch? Ah, interagieren. Ah, okay, durchklettern. Ah ne, er macht's noch größer, okay. So, jetzt wieder schön zumauern, damit keiner sieht, dass du da durch bist, ne? So, wo bin ich jetzt? Ein Raum weiter. Geil. Mit Schlüssel. Meeting Room. Okay, Besprechungsraum 3F. Gut. Wird gespeichert. Also immer wenn es gespeichert wird, heißt das, ich habe einen wichtigen Fortschritt im Spiel erreicht. Interagiere. 121. Da geht's nicht rein. Da geht's auch nicht rein. Da komme ich gerade her. Was macht die Mucke denn jetzt wieder hier? 3F. Meeting um 3F. Was? Letzte automatische Speicherung geladen, Spiel laden, Anleitung. Was? Okay, das war falsch. Du musst laufen. Ja, nicht, jetzt spoiler du nicht so viel. Gerade als Mod. Vielleicht gibt's nachher nochmal Home Sweet Home. Was? Also da war jetzt irgendwie die anderen Geister, die einen umgebracht haben, waren geiler, ne? Vor allem der mit den Stachelhänden.
Ja, automatische Speicherung war jetzt gerade, als ich den Schlüssel gefunden habe, ne? Genau. Habe ich den Schlüssel? Ja, also muss ich jetzt da schnell durchlaufen oder was? Bin ich nicht gerade schon gelaufen? Vor allen Dingen, wo ist Meetingraum 3F? Ja, ich laufe schon. Wo ist Meetingraum 3F? Keine Ahnung. Meetingraum 3F, okay. 3A? Lauf doch! Meetingraum 3F, okay. Mach auf die Tür, auf die Tür, auf die Tür! Okay. Hast keinen Schlüssel? Gespeichert. Das klemmt, also da komme ich nicht mehr zurück. Okay, wo bin ich denn jetzt hier? Was muss ich jetzt hier machen? Okay. Wasserketten, Schokoriegel. Ah, ein Stuhl. Die Stühle kann man anscheinend alle aufheben, wa? Okay. Wird vielleicht für später irgendwann noch wichtig, weil man kann hier nicht mit jedem Gegenstand interagieren. Ist wieder offen? Nee. Klemmt. Ist hier irgendwas? Telefon, Notizen, Stuhl? Nein, nein, nein. Schlüssel irgendwo? Nein, nein. Aufheben? Das ist klar, kann man eben so einen Tisch durch die Gegend stürmen. Okay, das ist neu. Hat man vorher auch nicht. Was liegt hier? Absperrkette oder sowas. Oh, das ist... Uah! Was sagt der Puls? Gar nichts, ne? Ich hab mich aber erschreckt. Was ist denn jetzt passiert? Ah, ein bisschen steigt der Puls, okay. Es ist so dunkel! Das Licht ging einfach aufs Licht zu. Eine Taschenlampe, kannst du die mitnehmen? Natürlich. Doch! Geil! Eine Taschenlampe! Okay. Okay. Da ist was von der Decke gefallen. Da lag gerade ein Schlüssel, richtig? Entlassungsflügel. Wie heißt das auf Englisch? Transit Wing 2. Okay. Schlüssellammtisch. Ja, ja, genau, genau, genau. Wirkst noch ziemlich flott und knapp ein Drittel des Wings. Knapp die Hälfte, ne? Ja. Kann ich den Tisch beiseite schieben? Nein? Das klemmt. Ja. Exit. War mir schon klar, dass das klemmt, dass ich nicht einfach so hier rauskomme. Kann ich den Tisch? Ich kann den Tisch nicht. Doch, guck mal, kann ich wohl. Muss nur gegenlaufen. Und schon klemmt es nicht mehr. Lass auf! Taschenlampe! Okay. Ich bleib hier! Du. Kann ich das wieder vorschieben? Scheiße. Ich befürchte, ich muss da langlaufen, richtig? Schlüssel am Tisch haben wir schon, genau. Nee, Zombies nicht irgendwelche Geister oder sowas. Wie gesagt, ansonsten guck mal. Nee, es wird gespeichert. Das heißt, ich habe was Wichtiges erreicht. Guck mal, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Die heißen aber, glaube ich, auch Visage, die Streams und die Videos, die ich gemacht habe. Guck dir mal die ersten Teile an. Es gibt vier Kapitel, das hier ist das dritte Kapitel, die ersten beiden Kapitel habe ich schon mal gespielt. Warum genau man in diesem Haus ist, wird in der Vorgeschichte auch nicht erklärt. Jedenfalls gibt es halt hier immer Rätsel zu lösen und solche Sachen. Geht nach innen, geht nach außen auf, okay.
Ach, da habe ich gerade einen Schlüssel aufgeschlossen. Habe ich den Schlüssel aufgeschlossen? Ich weiß es nicht. Da ist ein Stift, da kann ich nichts machen, ne? Exit. Ja, wenn da schon so schön Exit drüber prangt, dann kann ich nichts anmachen, ne? Passiert bestimmt gleich irgendwas, wird euch die Mucke mal an. Scheiße. Wie mal einfach so, mal. Ne, lass mal nicht an. Irgendwas passiert gleich. Irgendwas passiert gleich. Wo piept's denn hier? Hier nicht. Outlast habe ich schon geguckt, Spooky. Das gibt's ganz günstig zu kaufen. Ich glaube, beide Teile für 4,99 oder sowas. Das ist wie eine Irrenanstalt. Ja, da komme ich auch langsam vor, ne? Schau zu, genieß es. Ich genieße es gerade nicht. Transit Wing, wo ist der Transit Wing? Ich glaube, das ist der, der mich umbringen will. Da sollte ich da langsam nicht lang gehen, ne? Meeting Room 3F? Ne, da kam ich ja gerade her. Storage? Meeting Room 3F, da kam ich doch her. Da war doch der Typ, der mich umgebracht hat. Exit, da steht Exit dran. Transit Room. Meeting Room 3F, nein, da war ich doch, da kam ich doch her. Transit Room will ich hin. Da ist die Damentoilette, da steht auch Exit dran. Einfach mal da langlaufen, wo Exit steht, wa? Staircases. Nein! Okay. Hallo? Hallo? Jetzt hier raus? Das klemmt, natürlich klemmt das. Was hat er geschrieben? You are my wife oder was? Wird gespeichert, okay, hier bin ich richtig. Exit, 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 exit. Ja, da muss ich. Verschlossen, es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel hier passt, okay? Ja, exit, exit, exit. Das habe ich auch schon gesehen. Rooms, Transit Wing 2. Es gibt keinen Hinweis, welcher Schlüssel passt. Da wird der auch nicht. Doch! Hä? Tja, okay. Es gibt keinen Hinweis, welcher passt und der, den ich dabei habe, der passt. Okay. Exit, 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 exit. Muss ich da auch rausspringen? Du hast doch gerade aus dem Fenster gesprungen, oder? Steht Exit dran. Interagieren. Geronimo! Spring! Spring! Scheiße, Alter! Das war Clip wert. Oh, voll verschluckt. Oh. Okay, wir sind nicht gesprungen, wir sind geschubst. Ins Gebüsch? Wo sind wir jetzt? Okay, ich hab Dual-Feuerzeug. Alter, der war fies. Bin ich jetzt... Ich bin wieder in dem Haus, ne? Guck, wie das jetzt hier aussieht. Ist das Schleim oder sind das Pflanzen? Hallo an alle, Robin, hallo. Jetzt stirbt Chemie anstatt Gamechar. Erstickt. Das ist das Haus, ich bin im Haus. Aber weird, Alter. Okay, oh, hier ist die Kellertreppe. Was? Kranker Scheiß. Also, wir sind zwar schon immer kranke Scheiße, aber das ist jetzt noch krankere Scheißkranke, ey. Irgendwie wegmachen? Nee, ne?
Anflammen? Nö. Wahrscheinlich gibt es nur einen Weg, den ich gehen kann. Wahrscheinlich da, wo es frei ist, ne? Das war aber so. Guck mal. Bla. Bäh. Gleiches Feuerzeug wieder alle. Ich vermute mal, es gibt nur einen Weg, wo ich jetzt lang kann. Der wird Treppe hoch sein. Ne, oben ist auch zu. Dann wohl wahrscheinlich Treppe runter. Oh no, Netty. Was, Netty? Toll, jetzt habe ich am PC alles verpasst. Kann man sich den Chat vom Browser bei YouTube als Overlay anzeigen lassen und vor allem schreiben, hä? Verstehe ich nicht. Hab mich erschrocken und lauthals gelacht. Ich habe mich verschluckt. Kann man sich den Chat im Browser bei YouTube als Overlay anzeigen lassen und vor allem schreiben? Ups, weiß nicht, wie die Frage gemeint ist. Aber ich wollte ja. Komm, ich mach mir gerade die Stimmung kaputt. Ich vermute, ich muss runter, weil das war der einzige Weg, der jetzt noch frei ist, ne? In the Keller. Lichtschalter sind auch wieder alle weg. Super. Kennen wir ja schon. Haben wir schon mal gehabt, dass irgendwie alle Lichtschalter weg waren, ne? Hinweis, vermeide es zu lange im Dunkeln zu stehen. Ja, super. Hinweis und dann wird es komplett dunkel. Okay. Hallo Augen. Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel hier passt. Hallo? Hallo? Du hast da was? Okay. Das ist der, der uns killt. Mit seiner Hand in der Wand. Okay, drücke ins Gesicht, tut weh. Das hat die Krücke. Okay. Letzte automatische Speicherung. Ist voll laut alles, ne? Ich glaube, ich mache den Ingame. Nee, ist das gut so? Ist das gut, dass das so laut ist? Gibt's auch ein Ziel in dem Spiel? Man muss halt die Rätsel alle lösen, genau. Aber den Gruselkeller, Chat Overlay, YouTube, Vollbild. Achso, nee, das nicht. Den richtigen Chat, nee, nicht, dass ich wüsste. Dafür brauchst du eine Eisenaxt. Das wegzumachen. Das ist wie mit Esche. Ich spiele immer noch Visage, genau. So, jetzt sind wir wieder hier, wo wir quasi entkommen sind. Dann war das gerade der falsche Weg. Aber runter war schon mal richtig, vermutlich. Aber nicht da lang, wo er langläuft. Ach, ich glaube, ich muss diesen Astdingen hier folgen, wa? Ne, das geht da hoch, das geht da. Jetzt haben wir auch wieder das komische Geräusch hier. Ich vermute, ich muss diesem Ding hier folgen, ne? Ja, hier geht's komplett aus. Genau. Was kann ich jetzt mit den Augen machen? Da ist er noch! Lauf! Oh, wohin? Muss ich hier wieder an irgendwelchen Bildern die Augen ausdrücken? Hier gibt's keine Augen, okay? Was ist das? RGB-Bild. Da gibt's kein Auge zum Ausdrücken. Ich muss aber wahrscheinlich wieder irgendwelchen Bildern die Augen ausdrücken, ne? Da. Da. Da ist kein Auge. Ist da ein Auge? Nein, da ist kein Auge. Ach, die sind beide weg. Okay. Nee, da ist noch ein Auge. Muss in irgendeinem Bild mal noch das Auge ausdrücken. Komm ich hier durch die Tür? Welcher kein Hinweis, welcher Schlüssel. Da ist kein Auge im Bild. Hier. Was? Da ist der Typ wieder. Da ist er. Warte. Ich glaube, ich bin zu laut. Da kommt eine Frau runter. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Wo ist das Bild, wo ich ein Auge ausdrücken muss? Hier müsste irgendwo ein Bild sein. Bild, Bild, Auge, Ausdruck. Da waren wir gerade. Bild, Bild, Auge, Ausdruck. Damit sich die Tür da öffnet. Ist hier ein Bild drin? Nein, nicht ausmachen. Ich will da nur aufmachen. Geht nicht, okay. Ist hier noch ein Bild, wo ich einem Bild ein Auge ausdrücken kann? Da kommt er! Weg! Zu spät, zu langsam. Ja, kennen wir schon.
Menschen. Wer versteckt sich hinter der Tastatur? Was denn wohl? Ihre Ton ist top. Okay, dann ist okay. Ich habe gerade, glaube ich, meine Kopfhörer ziemlich laut, weil mir dröhnt gerade den Schädel weg. Weil die Bässe. Richtig krass mit Kopfhörer. So, ich muss also auf jeden Fall zwei Bilder finden, wo ich die Augen ausdrücken kann, damit ich die Türe aufmachen kann. Aber wo sind diese zwei Bilder? Lautstärke ist super, ist gut so, okay, Wizard-Spiele, gut so, blablabla, gut so, okay. Ja, jetzt müssen wir halt jedes Mal diesen verkackten Spielstand laden, bis ich es schaffe, beide Bilder zu finden, wo man die Augen ausdrücken muss, damit die Tür aufgeht. Haben wir ja eben schon gehabt, da war aber nur ein Auge auf der Tür. Und jetzt haben wir eine Tür mit zwei Augen, was mich da halt der Vermutung nahe bringt, dass ich zwei Bilder finden muss, wo man ein Auge ausdrückt. Diese Wurzel hier scheint uns den Weg, wenn es eine Wurzel ist, keine Ahnung, scheint uns den Weg zu weisen. Hier geht's jedenfalls die Kellertreppe runter. Na, dieses Wummern hier. Voll laut, ey. Da ist die Tür. Mein Feuerzeug ist wieder weg. Also mein Feuerzeug! Da muss man erst einmal. Ja, Hinweis, vermeide es zu lange im Dunkeln zu stehen. Hier wird es einmal komplett dunkel. Und jetzt, da ist ein Auge. Wo sind die anderen Augen? Da ist ein Bild, aber sind nirgendwo die Augen dran. Muss aufpassen, wann und wo der Fuzzi kommt. Da ist kein Auge. Was ist das hier? Keine Ahnung. Irgend so ein Spielzeug oder sowas. Hier ist ein Bild ohne Auge. Wo geht's denn hier hin? Hier geht's noch tiefer runter. Da ist kein Auge im Bild. Da ist auch kein Auge im Bild. Keine Augen im Bild. Da ist auch kein Auge im Bild. Da sind noch mehr so Wurzeldinger. Da ist auch ein Bild, aber kein Auge dran. Da ist ein Bild ohne Auge. Da kommen wir gerade her. Hier waren wir gerade. Wo ist der? Kommt dahinter. Wo ist denn hier das Auge mit dem Bild? Nein, umgekehrt. Das Bild mit dem Auge. Damit ich die Tür aufkrieg. Verfolgt er mich oder wo läuft er lang? Ich hasse es. Ich laufe wahrscheinlich wieder im Kreis und finde es nicht. Waren wir hier schon? Da kommen wir runter, ne? Hier kommen wir doch her. Zum Glück wird die Mucke weniger bedrohlich, wenn die Gefahr niedriger ist, ne? Hat jemand ein Bild gesehen, wo noch ein Auge drin ist, was ich drücken kann? Nee, ne? Die Tür ist zugewuchert. Unten war Auge. Wo ist unten war Auge? Da ist ein Bild ohne Auge. Da ist auch ein Bild ohne Auge. Da ist auch ein Bild ohne Auge. Ist gar kein Bild. Da! Ja! Jetzt muss ich die Tür wiederfinden. Ich in meiner Orientierung. Wo war jetzt die Tür? Da hinten. Lauf! Lauf! Tür auf, Tür auf, Tür auf! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Oh, super, Rollstuhl. Weg. Nein. Ah, ich hab da Rollstuhl geklickt. Timo, bitte ein bisschen Geduld. Er kann nicht beim Spielen nicht dauernd in den Chat gucken. Verfolgung schon gar nicht. Doch, da war ein Auge in der Puppe. Ja, okay. Ich hab's gefunden. Oh. Trinkende Scheißidee, mal so ein Video zu glänzen. Voldemort!
War das Voldemort? Ist immer schon wieder im Krankenbett oder was? Okay. Das ist echt wirklich weird hier, ne? Sind wir schon wieder im Krankenhaus? Ich sitze hier selbst verschont ohne Ende, Lisa. Da mit Geduld. Schwierig. Zitter selbst schon ohne Ende, okay? Timo, bitte ein bisschen. Ja, wie gesagt, gerade bei der Verfolgungsszene. Guck, steht nicht, ob er was im Chat schreibt. Also das ist mal einer, wo man mich wegrennen konnte. Bei der Lucy zum Beispiel, wenn die einen erwischt hat, hat die einen erwischt. Oder dieser Krallentyp aus dem zweiten Kapitel. Wenn er einen erwischt hat, hat er einen erwischt. Hier kann man jetzt noch weglaufen. Und der ist halt auf Krücken, der ist ein bisschen langsamer, ne? Wenn das so viel ist, sollst du ausmachen. Wenn das viel ist, sollst du ausmachen. Was? Ich spiele der Charakter jährlich auch schon ein. Klaps. Wie heißen die anderen Horrorspiele? Ja, mal gespielt hat. Also Hauptsache dieses hier, ne? Dann halt Phasmophobia, das ist ja das Multiplayer-Ding. Granny. Ansonsten und hier, Home Sweet Home und Resident Evil 7, ne? Sonst so viel Horror habe ich da gar nicht gespielt. So. Ich gehe mal hier aufs Klo, Leute. Bevor ich mich beim nächsten Jumpscare einpuller, würde ich jemanden ganz kurz, warte mal, dann kann ich doch mal hier auf Werbung drücken. Haha. YouTube, wo ist YouTube? So, ich drück mal auf Werbung und ich geh mal schnell auf Toilette. Ich bin gleich wieder da. Bin ich wieder, jetzt muss ich den Chat wieder anmachen. La, wie heißt der? Roblox, das ist immer so. Was? Da war ein. Was war noch? Ja, das ist irgendwie. Das geht hier mit zwischen verschiedenen Welten wieder. Genau, 116 Treppen. Pulstreppe. Genau, jetzt lassen wir den Puls mal wieder ein bisschen runterkommen. Roblox, das geht nicht. Werbung. Nee, geht nicht. Da schlägt das Herz nicht. Was? Ich glaube, das Bluetooth reicht nicht so weit. Nee, vor allem nicht durch die Decke und durch drei Wände. Wenn ich auf Toilette laufe. Ihr habt eine Lüge aufgetischt. Das geht nicht. Was geht denn nicht? Total nice, weil ich exakt weiß, worum es geht. Das sagt ja eh nichts. Genau. Jennifer, kennst du das auch? Kennst du das auch, das Spiel? Ja, jetzt wieder. Ja, jetzt sollte... Genau, jetzt ist der Puls auch langsam wieder runter. Werbung ging wieder bei mir. Das ist schön. So, ja, wir haben mehrere Leute dabei, die wissen, wie es geht. Das ist halt schön, wenn ich nicht weiter weiß, Jennifer, ne? Aber ansonsten ist hier bisher alles relativ linear gewesen. Nur, dass ich jetzt schon wieder im Krankenhaus bin, verwundert mich ein wenig. Mal gucken, wie es diesmal weitergeht. Hier ist noch alles auf vom letzten Mal, wa?
das Geräusch dazu. Seht ihr das? Seht ihr den da? Den da? Seht ihr den? Muss ich da hin? Killt ihr mich? Schönen guten Abend, Shamran. Adblocker. Ja, Adblocker regelt, genau. Jetzt kenne ich. Hab's auch durch. Ach, du hast auch gespielt? Cool. Ich kenne das Spiel auch von Seth. Ja, den kennt. Ne, kenne ich nicht. Aber wenn du nicht weiter weißt, hast du Nettie oder Ämchen. Ich sag nichts. Okay. So mache es Vollbild und dunkel. Und da steht einer im Flur. Jetzt ist er weg. Ich hab nur kurz weggeguckt. Muss ich da hin? Ja, mal gucken. Mehr als verrecken kann ich nicht. Und dann Safe Game laden. Da ist wieder der Rollstuhl. Und ich stand vorhin auch schon hier, ne? Exit? Vielleicht nicht die dümmste Idee, einfach zum Exit zu laufen, ne? Was? Oh. Hallo, guten Tag! Wird gespeichert. Okay. Hallo? Warum steht ihr hier? Gibt's hier was umsonst? Aber ja, es ist nicht Corona-konform, ne? Mit Abstandregeln und so. Könnte ich sagen nur... Kann ich hier mal durch? Entschuldigung. What's up? Okay, ich kann hier nicht durch. Na gut. Ja, da geht's nicht durch. Okay, verstanden. Das ist ein Querdenker. Achso, die müssen keinen Abstand halten, ne? Wie heißt das Spiel, bei dem du diverse Treppen in einem riesen Raum hoch und runter musstest? Das war das Ende vom zweiten Kapitel hier von Visage. Da habe ich ja so ein Grammophon angemacht, wo ich da mich total verlaufen habe, wo wir nachher in ein Lösungsvideo geguckt haben, ne, Hübs? Das war das Ende vom zweiten Kapitel hier von Visage. Da geht's dann anscheinend nicht lang. Dann gehen wir mal hier lang. Richtung Exit. 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 So. War ja klar, dass hier verschlossen ist. Ja. Aber hier ist dunkel. Hier sehe ich nichts. Ich hab muss meine Taschenlampe hin. Ich habe dafür eine Taschenlampe gehabt. Ja, wo geht's jetzt weiter? Was machen die da hinten? Muss ich da vielleicht durch, ohne einen anzurempeln? Okay. Ach, da liegt ein Schlüssel! Aufheben. Treppensymbol. Okay. Einstecken. Guck mal. Ich hab nichts geguckt. Ich bin von alleine drauf gekommen, dass ich hier. Weil die standen so wie so ein Labyrinth aufgestellt. Nett, ihr hat es selbst gerafft. Was denn? Rufzeichen nach oben. Clip ist im Discord. Mach Vollbild. Doch, ducken. Ja. Nein. Bitte, Nett, du auch nicht zu viel verraten. Und bestimmt nicht gut Kirschen essen, also Papers, please, war gruseliger. Nö. Also ich erschrecke mich schon ganz gut hier. Oh, nein, ich aufstehe. Doch bleiben. Oh, jetzt muss ich allen hier in den Schritt gucken. Okay. Wo ist das Treppenhaus? Jetzt ist hier stockenfinster, super. Hat er gerade automatisch gespeichert? Ah! Alter! Okay, wahrscheinlich muss ich hier schnell laufen, wa? Upsi! Bisschen erschreckt. Das war ein Tipp, vielleicht gut geschaut. Okay! Hey, welches Spiel ist das? Visage, Mirko! Visage, Kapitel 3! Habe ich früher schon mal erst oder zweite Kapitel gespielt. Heute ist Kapitel 3 dran.
Habe ich den Schlüssel jetzt? Hat er danach gespeichert oder hat er gespeichert, als ich den Schlüssel gefunden habe, oder muss ich den Schlüssel jetzt nochmal holen? Warum lachen alle? Wer lacht? Ach, alles klar, danke. Ich werde träumen, aber nicht gut. Habe ich den Schlüssel? Nee, oh, jetzt muss ich das nochmal machen. Oh nein. Nur kein Anrempeln. So, und dann das Treppenhaus finden. Wo ist das Treppenhaus? Treppensymbol. Schlüssel mit Treppensymbol, genau. Und wenn ich gleich am halben Weg bin, muss ich laufen. Sonst erwischen die mich. Aber wo geht's lang? Wo ist das Treppenhaus gewesen? Restroom? Ich laufe jetzt schon mal. Meeting Room 3F. Hinweistafeln? Meeting Room? Nein? Nee, hier komme ich ja her. Wahrscheinlich triggere ich das Verfolgungsevent erst, wenn ich am richtigen Weg bin. Würde ich jetzt mal glatt so behaupten. Da war links rum bestimmt richtig. Ich muss dann halt nur sprinten, bevor die mich erwischen. Genau. Oh, da hab ich mich gerade zu Tode erschreckt, aber wenn du weißt, dass der Jumpscare kommt. Da, der Lautsprecher. Ja. Dreh dich um und lauf. Lauf! Treppenhaus, wo ist das Treppenhaus? Wo ist das Treppenhaus? Ja, hier. Verschlossen, ja, Treppenhaus. Aufmachen und drücken und, jawohl. Geschafft, okay. Okay, war ja easy. Zurückgehen ist keine gute Idee, okay? Ist jetzt wie eingefroren, okay. Gut, haben wir das auch geschafft. Wird gespeichert, okay. Das heißt, wenn ich das nächste Mal verrecke, fange ich hier wieder an. Ja? Hallo? Wie ist eigentlich die Übertragung? Lag frei? Ja, ne? Läuft. Okay. Geheimverfolger ist ein wenig und du wirst stehen. Was denn? Warum machen alle? Das klemmt, okay. Beziehungsweise geht's dann hier weiter, genau. Block C. Block A, okay. Interagieren. Okay, ich komme wieder auch raus auf jeden Fall. Aber er macht hier automatisch die Tür hinter sich zu. Oder sie. Ich habe keine Ahnung, ob ich ein R oder ein Sie bin. Okay, Lag. Basement Staircase, Atrium, Cafeteria, Outpatient Clinic, Emergency Entrance. Da ist die Emergency Entrance. Okay, das ist zugestellt. Komm ich da durch? Das mit der Unschärfe ist auch neu, ne? Guck, wenn ich mich hier so hier halb hinterstelle, wird alles unscharf. Das ist auch neu. War früher, glaube ich, nicht. Oder es liegt daran, weil ich hier alles... Ich habe alles auf Maximum hochgedreht. Ich spiele das Spiel gerade also in maximalen Grafikeinstellungen. Weiß nicht, was davon bei euch ankommt und wie arg es verpixelt. Basement Staircase. Also hier geht es zum Treppenhaus, aber da natürlich ist da verschlossen. Dann bleibt mir nur der eine Weg hier, ne? Das klemmt. Natürlich klemmt das. Hier wird gespeichert, okay. Block D. Das klemmt. Natürlich klemmt das. Fahrstuhl ist kaputt. Weight Limit exceeded. Okay, das Gewichtslimit ist überschritten. Ein Zettel. There seems to be a malfunction with the weight sensor. Also eine Störung des Gewichtssensors. We will... Ach, warte mal. Lesen. Da kriegst du auch den deutschen Text, ne? Genau. Der Wiegesensor scheint nicht richtig zu funktionieren. Wir werden das Problem so schnell wie möglich untersuchen. Bis dahin müssen die Mitarbeiter die Kellertreppe benutzen, um in den Keller zu gelangen. An der Rezeption gibt es einen Ersatzschlüssel. Okay. Rezeption, Ersatzschlüssel, Kellerschlüssel. Wo ist Rezeption? Wir hängen doch eben. Jetzt hängen natürlich keine Wegweiser mehr. Eben hingen überall Wegweiser rum, ne? Hier ist auch am Piepen. Das klemmt. Das klemmt. Wird gespeichert, okay. Orthopädik, da ist die Orthopädie.
Block G3. Klemmt auch. Oh, okay. Das klemmt. Ey, wo bin ich gerade reingetreten? Scherben? Krass, guck mal hier. Bist du Scherben gelaufen? Hörst du ein Scherbengeräusch? Das klemmt. Wegweiser. Wo sind die Wegweiser? Medical Records Stat. Okay, hier, das sieht gut aus. Nee, das klemmt auch. Okay. Okay. Do. Okay. Der ist wieder aus der Decke gefallen, ne? Genau. Will ich da rein? Greifen, halten, bewegen. Ich such doch nur die Rezeption wegen dem Kellerschlüssel. Nein? Mein Telefonist ruft die Ghostbusters. Danke für den Ohrwurm. Ruft die Ghostbusters. Er sagt, ruft die Ghostbusters und du hast direkt einen Ohrwurm. Hast du bei der Shopper den Farmer dabei? Shopper den Farmer dabei? Da war es im Papierkorb? Nein, ich vermute mal. Follow-up of patient number 9 on request from Smith Walter. Patient name, Raken Almutala. Gender, male, age 28. After Raken's first evaluation, it is safe to say that he'll be staying here for a while. Er wird für eine Weile hier bleiben. I was able to get him to talk about his paranoia. The patient believes that the whole scenario has been organized by some evil corporation in order to brainwash him into subjugation. He believes his mental capacity and awareness prevented them from getting to him. Adding to the severity of his case, he is sometimes afflicted with hallucinations. He has described these hallucinations to me as an eyeless humanoid that keeps on watching him wherever he is. Due to his psychotic behavior and his difficulty differentiating reality from paranoiac fabrication, he has been transferred to the psychiatric wing. He also displays violent behavior towards the staff, is considered to be dangerous, should be sedated and under constant surveillance in the psychiatric ward. Okay, also irgendwer hat Paranoia, wird von Augenlosen angestarrt. Das ist genau das, was hier gerade das Szenario ist. Namen habe ich gerade nicht mitgekriegt. Warte mal, ich mach mal gerade. Ich glaube, das ist einfacher. Man kann ja auch irgendwo Untertitel einstellen. Vielleicht hilft uns das, wenn die ganze Zeit nur auf Englisch reden. Episch hoch, sehr hoch. Wo konnte ich denn? Steuerung? Türsteuerung, Schubladensteuerung. Irgendwo konnte man Untertitel einstellen. Da, Untertitel, da. Machen wir aktiviert. Vielleicht hilft das was, wenn hier, diese Band... Kannst du das nochmal anhören? Weint, okay. Kannst du das nochmal anhören? Aha. Das ist super, erstmal. On request from Smith Walter. Smith Walter, patient genau. Name, Raken Almutala. Gender, das ist der Chat auch im Weg. Ah, nutzt nichts mit dem Untertitel, ne? After Raken's first evaluation, Untersuchung können wir davon ausgehen, dass er eine Weile hier bleiben wird. Raken, genau, ich konnte ihn dazu bringen, über seine Paranoia zu sprechen. Der Patient geht davon aus, dass das ganze Szenario von einem böswilligen Unternehmen organisiert wurde, das ihn einer Gehirnwäsche unterziehen will. Er glaubt, dass seine mentalen Fähigkeiten und seine Aufmerksamkeit sie daran gehindert haben, ihn zu schnappen. Erschwerend kommt bei seinem Fall dazu, dass er gelegentlich an Halluzinationen leidet. Er hat mir diese Halluzination beschrieben. Dabei scheint sich Humanoide zu beobachten, wie er auch, wo immer er auch gerade ist. Aufgrund seines psychotischen Verhaltens und seiner Schwierigkeiten, die Realität von paranoiden Wahnvorstellungen zu unterscheiden, musste er in die geschlossene Psychiatrie verlegt werden. Er verhält sich auffallend aggressiv den Mitarbeitern gegenüber, gilt als gefährlich, sollte sediert werden und auf der psychologischen Abteilung unter ständiger Aufsicht bleiben. So, weil das nutzt jetzt nichts, wenn ich Untertitel einblende und meine Cam und der Chat ist da drüber. Okay, ich habe es jetzt einfach mal vorgelesen.